Fanfiction. Selbstgeschriebene Geschichten von Fans über Harry Potter und Draco Malfoy, Mr. Spock und Captain Kirk oder Christian Lindner? Ja, du bist immer noch bei Represent, dem Kanal über Politik im Bundestag. Aber ausnahmsweise schlagen wir heute mal ein anderes Kapitel auf. Politische Fanfiction, gelesen von Cold Mirror, Moderatorin und YouTube-Legende. Philipp, mein Junge, du bist 27, wann bringst du denn mal ein Mädchen mit? Es gibt hunderte Texte wie diesen im Netz, sogenannte Fanfictions. Eine eigene Subkultur, in der Politikern und Politikerinnen ein aufregendes Doppelleben angedichtet wird. Deswegen gehen wir für euch heute nicht in den Bundestag, sondern ins Internet und klären die Frage, wie politisch sind Fanfictions? Dazu gucken wir uns erstens an, was sind eigentlich Fanfictions? Zweitens, wieso Fanfictions über den Bundestag? Und drittens, was sagt die Politik dazu? Also, was sind denn nun Fanfictions? Einfach gesagt, eine Person, die sich für eine fiktive Welt und ihre Figuren oder prominente Personen interessiert, denkt sich eigene Geschichten dazu aus und veröffentlicht sie. Man denkt sich quasi keine neue Welt aus, sondern man baut eben eine Geschichte, die spielt in der Welt von Harry Potter oder von Star Trek. Das ist Berit Glanz. Sie ist Autorin, Literaturwissenschaftlerin und beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Fanfiction. Man weiß ziemlich wenig darüber, wer es eigentlich schreibt, weil viel mit anonymen Accounts gearbeitet wird. Viele vermuten, dass es jüngere Leute sind eher und dass es auch überwiegend oder mehrheitlich Frauen sind. Aktuell werden die Geschichten vor allem im Internet geteilt, auf Seiten wie Wattpad, Tumblr oder fanfiction.de. Ihren popkulturellen Durchbruch erlebten Fanfictions aber mit der Veröffentlichung in Star Trek Fanmagazin Ende der 60er Jahre. Alle Quellen findet ihr unten in der Infobox. Den Begriff Fanfiction gibt es sogar schon seit 1939. Damit sollte der Unterschied zwischen den Werken von professionellen Autorinnen und Amateuren deutlich gemacht werden. Heute gibt es aber auch mehrere Buchreihen, die die Grenze zwischen Fiktion und Fanfiction verschwimmen lassen. 50 Shades of Grey ist eine Twilight-Fanfiction gewesen, die also geschrieben worden ist mit den Figuren im Twilight-Universum. Ich glaube, auch die Shadowhunter-Serie orientiert sich sehr, sehr stark an Harry Potter. Fanfictions beschäftigen sich aber nicht nur mit fiktiven Charakteren. Es gibt auch Geschichten, in denen es um reale Personen geht, wie Boyband-Mitglieder, Influencerinnen oder eben Bundestagsabgeordnete. Politik-Fanfiction ist mit Sicherheit ein Nischenthema im Verhältnis zu anderen Fanfiction. Aber es ist auf jeden Fall kein ganz kleiner Bereich und es gibt diese Fanfiction auch in verschiedenen Sprachen zu verschiedenen politischen Kulturen. Statt um Harry Potter geht es dann also um Philipp Amthor. Aber wieso gibt es Fanfictions über den Bundestag? Philipp, mein Junge, du bist 27, wann bringst du denn mal ein Mädchen mit? Hatte seine Mutter ihn gefragt, als er ihr in einer alten Tupperdose die Reste vom Heringsessen überreichte und sich auf der Küchenbank fallen ließ. Im Wohnzimmer hatten auf dem DDR-Bügelbrett, das seine Mutter schon seit Jugendtagen besaß, gestapelt seine weißen Hemden gelegen, die sehnsüchtig darauf warteten, wieder mit ihm nach Berlin zu reisen. Philipp hatte das geantwortet, was er auch allen Journalisten sagte, die ihm diese Frage stellten. Jetzt hatte er keine Zeit dafür. Das Bundestagsmandat, die Arbeit an seiner Dissertation. Ja, lol, ey. Was stellten sich die Leute denn vor? Da blieb einfach keine Zeit mehr für süße Susen und kultige Partys. Außer natürlich die Partys, die Friedrich Merz veranstaltete. Champagner statt billiges Gesöff. Er ist eine sehr sichtbare Figur mit Eigenschaften, die sich gut erzählen lassen. Ne? Also man kann Philipp Amthor erzählen als jemanden, der dann sehr dominant ist. Oder man erzählt eben die Geschichte von einem Milchbubi. Bundestags-Fanfictions spielen mit dem öffentlichen Bild der Abgeordneten. In den Geschichten ist Robert Habeck zum Beispiel der unangepasste Frauenheld. Alice Weidel die attraktive Meistermanipulatorin ohne Gewissen. Dabei wird Liebe häufig zum Politikum. Im 19. Jahrhundert wird viel nationaler Konflikt erzählt über so das Heiraten von gegensätzlichen Personen. Es ist also auch ein politisches Erzählen zu sagen, ich nehme zwei Politiker und die stehen sich ganz klar gegenüber und plötzlich baue ich mit denen eine Liebesgeschichte. Und das kann dann auch ein Bedürfnis sein zu vielleicht mehr konstruktiven Dialog oder einem Aufheben eben dieser Polarisierung. Die ganze Debatte zog sich noch über mehrere Stunden hinweg. Nachdem alle Fraktionen einmal an der Reihe waren, wurde es Alice Weidel allmählich langweilig. Sie war inzwischen drei Level des Handyspiels Die Eiskönigin weitergekommen. Gauland hatte ihr dabei interessiert zugesehen und war beeindruckt. Ihre noch immer in ihr wohnende Wut konnte sie nur mäßig dadurch besänftigen.
denn sie hatte logischerweise immer wieder aufgesehen und als sie in die Gesichter der anderen Abgeordneten blickte, fühlte sie sich direkt genervt. Nur das Gesicht von Sarah Wagenknecht besänftigte das Gefühl ein wenig. Dafür brach dabei immer wieder ein anderes Gefühl in ihr auf. Sie brauchte jetzt Nähe, dringend. Sarah war genau ihr Typ. Fuck, dachte sie sich nur noch. Ein anderer Gedanke war nicht mehr möglich. Die Beziehungen in Fanfictions finden nicht nur oft zwischen sehr unterschiedlichen Charakteren statt, sondern sind häufig auch gleichgeschlechtlich. Oft ist das tatsächlich auch das Verhandeln einfach von Bedürfnissen. Wenn man eben ständig einem politischen Diskurs folgen muss, in dem die eigene Identität hinterfragt wird oder bedroht wird, dass man dann plötzlich das einfach mal umschreibt. Fanfictions können also ein Weg sein, sich eine Welt zu schaffen, in der Politik menschlicher, diverser und offener ist und die Themen verhandelt, die für einen wichtig sind. Man fühlt sich in einer Ohnmachtssituation oder man fühlt sich, man hat keinen Einfluss, ne? Man gibt seine Stimme ab und dann findet Politik statt und man ein politischer Prozess, über den man sich vielleicht ärgert und dann erzählt man den. Und plötzlich hat man viel, viel mehr politischen Einfluss. Aber was sagt denn die Politik zu dieser Form der politischen Teilhabe? Nichts. Wir haben bei mehreren Abgeordneten angefragt, niemand wollte mit uns über Fanfictions reden. Berit Glanz überrascht das nicht. Also diese Angst vor Fanfiction hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass man eben anerkennen muss, dass jemand anders die eigene Geschichte erzählt. Also jemand anders steuert das Narrativ, was man ja eigentlich kontrollieren möchte. Man muss auch bereit sein, über sich selber zu lachen und man muss eben bereit sein, Kontrolle abzugeben. Tatsächlich sind Fanfictions nicht unumstritten. Das Leben einer realen Person umzudichten, empfinden viele als übergriffig, gerade wenn es erotisch wird. Viel wird dann über Satire eben verhandelt, man sagt, Satire darf alles, aber das hat natürlich ethische Probleme, wenn man sich eine prominente Figur aneignet und die dann in seine eigene Geschichte zwingt. Die Webseite fanfiction.de listet mehrere Werke und Personen, zu denen keine Geschichten verfasst werden dürfen. Politiker sind bisher nicht dabei. Auch wenn Fanfictions wie Verliebt, Verlobt, Autolobby ziemlich hart mit ihnen ins Gericht gehen. Markus Söder seufzte. Der heutige Tag war sehr anstrengend gewesen. Nicht nur, dass er von Termin zu Termin gehetzt wurde, nein, Angela Merkel wollte ihm auch keine Ruhe lassen. Zwischen dem Essen mit Vertretern eines Autoherstellers, die ihn netterweise eingeladen hatten, und der Führung durch eine Brezelmanufaktur hatte sie ihn ständig angerufen und irgendetwas von einer humanitären Notlage und etwas, das wie Moria klang, geschwafelt. Er wusste nicht, warum die Angela unbedingt mit ihm über Herr der Ringe reden wollte, wenn sie doch wusste, wie beschäftigt er war. Und was mich tatsächlich interessiert, ist auch, wann das entdeckt wird von PolitikerInnen als politisches Instrument. Guter Punkt. Könnten PolitikerInnen Fanfictions bewusst nutzen? Politische Kommunikation läuft ja ganz viel darüber, dass man einen Kandidaten eine Geschichte baut um den Kandidaten herum, ne? Der sehr moralische Kandidat aus der Kleinstadt oder Philipp Amthor, der aufstrebende junge Politiker, der es jetzt wirklich wissen will oder so. Und diese Geschichten kann man natürlich auch in Fanfiction vermitteln. Das ist eine perfekte Ausgangssituation, um auch eine Agenda zu setzen, um Themen diskutierbar zu machen, vielleicht bei einer Zielgruppe, die eben überhaupt nicht die Nachrichten schaut oder die ganz anders, ganz woanders ist. Politische Fanfictions spiegeln die Bedürfnisse der Autorinnen und den Wunsch nach politischer Teilhabe. Da könnte die Politik eigentlich hinhören, auch wenn sie mal nicht so gut wegkommt. Markus freute sich auf seinen lang ersehnten Feierabend. Ach, wie er seinen Andi Scheuer vermisst hatte. Über beide Ohren grinsend nahm er ihn bei der Hand und führte ihn ins Schlafzimmer. Es war Zeit zu entspannen und ihrer Lieblingsaktivität nachzugehen. Kaum im besagten Zimmer angekommen, sah er, dass sein Schatz bereits ihren gemeinsamen Twitter-Account geöffnet hatte. Ob sie ihren Rekord von 20 Minuten brechen könnten, um von Böhmermann blockiert zu werden? Es gab nur einen Weg, dies herauszufinden. Lest ihr Fanfictions oder habt vielleicht sogar selbst schon eine geschrieben? Schreibt es uns in die Kommentare. Und guckt mal bei unserer Funkkollegin Cold Mirror vorbei. Die hat ein Video über Fanart gemacht.